Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen Take Me Out Reaction hier auf diesem Kanal. Heute mit einer ganz besonderen Folge, denn wir haben niemand geringeren als Vanessa von Temptation Island VIP oder auch bekannt als die zweite Freundin von Alex hier in dieser Folge dabei. Und ich muss sagen, ich bin extrem gehypt. Ich habe gestern über eine Stunde nach der Folge gesucht, habe die aber irgendwie nicht gefunden. Habe dann so auf Sherlock angelehnt, irgendwie so Bilder bei Facebook angeschaut, wo so Screenshots gepostet wurden aus der Folge und so aufs Datum geguckt und dann irgendwie geguckt, welche Folge könnte das gewesen sein in dem Zeitraum, hab's aber nicht gefunden und ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall gab's zum Glück eine Person von euch, Grüße gehen raus, die mir den Link geschickt hat und ja, was soll man noch sagen, Freunde, ich bin einfach mal sehr gespannt. Die letzte Folge von Take Me Out, die online kam, ist schon ein bisschen her auch mittlerweile. Die war zu Salvatore gewesen, kann ich euch gerne auch mal verlinken. Und ansonsten würde ich sagen, wir starten rein, Freunde. Die ganze Folge gibt es natürlich wie immer bei RTL Plus, auch hiervon. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Lasst ein Abo da, Freunde, würde mich freuen. Und damit, let's go. Okay, falls ihr euch fragt, warum er mit Maske reinkommt, ihn kennt man schon von Love Island. Er heißt Chris, zufälligerweise, ja. Ist natürlich auch ein nicer Name. Nein, Spaß, auf jeden Fall. Vielleicht hat er die Maske deswegen auf, ich bin mir nicht sicher. Aber ich denke mal, ihr werdet den bestimmt wieder alle kennen. Ich jetzt nicht, ja. Aber ich weiß auf jeden Fall, habe ich dann gelesen, dass er eben bei Love Island dabei war. Und das Mikro ist Maskenmann, stell dich doch mal vor. Hi Mädels, ich komme aus der Nähe von München, wohne bald in Düsseldorf und mein Gesicht seht ihr später. Das Gesicht seht ihr später. Hallo, wie ist der Name? Pietro. Ist er Pietro Lombardi? Euer... Das ist Pietro Lombardi? Ja, wer weiß, vielleicht ist das Pietro Lombardi. Ist er euer Maskenmann? Lass die Lampe an, drück dir aus. Boah, da bin ich jetzt mal gespannt. Oha, oha, was? Hä, das ist ja aber mega gut. Und hier sehen wir auch schon, hier ist auch schon Vanessa, ja. Perfekt. Bei ihr das Licht natürlich auch noch an. Knapp daneben ist allerdings ausgegangen bei Ann-Kathrin. Ja, ich glaube, so ein Ergebnis, also ich kenne jetzt noch nicht so viele Take-Me-Out-Folgen, aber irgendwie glaube ich, gab es schon mal eigentlich jemanden, wo gar kein Licht ausging? Bestimmt auch schon, aber es ist auf jeden Fall schon sehr gut, ne, muss man sagen. Vanessa auf jeden Fall dabei hier. Okay. Sorry. 29 sind noch da und Ann-Kathrin hat gedrückt. Du hast schon sorry gesagt. Warum hast du gedrückt? Das ist Pietro Lombardi. Ja. Nein, okay. Er ist mir zu klein. Hä? Und dann sagte er, kommt aus der Nähe von München und mein Ex-Freund kommt aus der Nähe von München. Und also du hast Angst, dass er... Ja, das geht natürlich gar nicht. Ey, da wäre ich auch wirklich direkt raus. Geht gar nicht. Ist dein Ex-Freund Pietro Lombardi? Warum hast du nicht gedrückt? Weil mach mich neugierig und ich gehe auch gerne mal mit Maske raus. Was? Was sind das für Partys? Oh, okay. Ja, so Fasching und... Also Fashion oder Fasching? Fasching. Ah, Fasching. Ich war gerade so, okay. Okay, also ihr geht, du würdest so mit ihm auch einfach, du würdest ihn auch so mitnehmen, ohne ihn zu sehen. Er kann das auch zu Hause tragen, hätte ich auch kein Problem. Oh, perfekt, ey. Besser geht's doch gar nicht. Okay, das ist ich, ja aber ich sag euch ehrlich, ne, ich hätte wirklich gedacht, irgendwie mit der Maske hat er, wir wissen ja, die Damen da, die sind wirklich unnormal kritisch. Also da hast du einfach keine Chance. So, irgendwie weiß ich nicht, die Schnürsenkel sind weiß und nicht schwarz und dann bist du schon raus. Deswegen dachte ich irgendwie mit der Maske so, boah, kann schwierig werden. Aber irgendwie scheinbar einfach voll der Gamechanger. Perfekt. Ja, perfekt. Okay. Ja. Also jetzt deine Einschätzung, was hat so ein Typ, der da so steht, für einen Namen? Was wird zu dem passen gerade? Sido 2.0, Crow, irgendwie sowas. Oh Mann. Aus. Welchen würdest du eher nehmen, Sido oder Crow? Boah, das ist schwierig. Also Sido, finde ich, kann wesentlich besser rappen als Crow. Bim, 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 bim. Okay. Aber hat er ein Cordhemd an? Ich glaube, es ist ein Cordhemd, ja. Was kommt also jetzt? Also ich habe eine Cord Couch und genau in der Farbe, nicht, dass das schon mal hinpassen. Ach so. Ach so, nicht, okay. Ich dachte jetzt, kommt irgendwie so, aber hat er ein Cordhemd an? Oh nein, dann bin ich aber raus. Ich dachte echt schon, das ist jetzt auch schon Ausschlusskriterium. Nein, nein. Wobei,
Aber dann hat er heute wohl das richtige Hemd angezogen. Ist er euer Mann? Lasst die Lampe an, drückt ihr aus. Seid ihr? Aus! Ich war schon einmal bei Take Me Out. Stimmt, genau, war ja auch schon mal dabei. Da flattert mir echt mein Herz. Als ich gesehen habe, dass 27 Mädels ein Date mit mir wollten, das Gefühl war unbeschreiblich. Ich weiß nicht, was ich zu diesem fast... Boah, wie muss das dann eigentlich heute sein? Ey, 27 ist ja auch schon mega gut. Und jetzt sogar noch besser das Ergebnis. Krass. Man sagen soll. Das Date mit der Lisa war ganz schön. Allerdings war die Entfernung damals eine große Rolle bei uns. Und daher hat es nicht so gut funktioniert. Also ab und zu geht mal eine Lampe aus. Und da bin ich für ein Startup tätig. Wir kümmern uns im Grunde darum, dass die Männer wieder volles Haar haben. Startup. Oh. Den Umzug nach Düsseldorf sehe ich mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Ich habe auch die sehr starke Bindung zu meiner Schwester. Mittlerweile habe ich 8 Tattoos. Die sind alle... Es ist wirklich immer diese Momente, in denen die drücken, ey, ich wollte doch sagen, wenn da jetzt jemand drückt, weil er eine gute Bindung mit seiner Schwester hat, ja, da wird scheinbar selbst in der Schwester hier eine Konkurrenz gesehen oder was, warum drückt man da? Meine Schwester gestochen, mein Lieblingstattoo an mir ist das Hakuna Matata, bedeutet ja sorgenfreies Leben. Die richtige Frau für meinen Bruder, die sollte auf jeden Fall bodenständig sein, sollte treu sein und lustig. Jeder, der jetzt gedrückt hätte, hätte wirklich wegen der Schwester gedrückt. Mir ist natürlich schon wichtig, dass meine Freundin auch gut riecht. Jetzt mittlerweile würde ich mir wünschen, eine feste Beziehung zu haben. Und von daher würde es mich wahnsinnig freuen, wenn ich endlich meine Traumfrau an meiner Seite habe. Das ist wirklich echt immer interessant. Was denken die sich dabei? Meine Traumfrau sollte gut riechen. Ich kann nicht gut riechen, ich habe keine Parfums direkt raus. Oder wie soll man das verstehen? Ich stinke lieber. 21 sind's noch. Belinda. Ja. Also Vanessa ist nach wie vor dabei, ne? Ausgehauen. Ja. Also ich habe mich erst gefreut, weil ich dachte, Corona-konformer kann man jetzt keinen Mann kennenlernen. Das ist eine super Sache eigentlich. Knutschen bestimmt auch voll geil. Ja, habe ich voll Bock drauf. Aber ich war tatsächlich damals in der Staffel dabei und mein Lebensmotto ist ja, wenn mich einer rausbuzzert, buzzer ich zurück. Konnte ich noch nie anwenden, jetzt konnte ich es endlich mal anwenden. Und ja, also Rache ist süß. Nein, du hast mein Herz gebrochen, jetzt breche ich deins. Okay. Okay. Was sagst du jetzt nach diesem Einspieler? Ich schließe mich Belinda an. Ich buzzer denjenigen raus, der mich auch rausgebuzzert hat. Ich weiß ganz genau, wer er ist. Und er war auch schon dabei. Und er war auch schon dabei und auch bei anderen Formaten hat er mitgemacht. Zum Beispiel Love Island jetzt, Mädels, ne? Oh, da wird hier erstmal der Leak rausgehauen. Jetzt wissen wahrscheinlich noch mehr Leute, wer es sein könnte. Okay, ja gut, da sind ja natürlich immer noch viele dabei. Und die Wichtigste, die ist ja sowieso noch dabei. Wenn das bleibt sie wahrscheinlich auch. Hat er da nicht Nein, mitgemacht. Aber ihr wisst Bescheid, wir haben schon mal über ihn geredet, ne? Darf ich dir seinen Namen raushauen Nein. oder nicht? Nein. Okay. Nein. Okay. Nein. Gut. Gut. Der B ist nice, das ist schon alles ganz schön hier. Was? Ja. Also mein okay. Herz ist so ganz toll und ich bin jetzt rot und wäre gern weiß. So ein Tja. Kann man wohl nichts mehr ändern. So, wir gucken mal weiter. Also Franzi, du redest so, als ob du nicht gedrückt hättest, aber du hast gedrückt. Jetzt aber jemand, der nicht gedrückt hat und noch froh darüber ist, Fanja. Ich wollte gerade fragen, ob wir die Plätze tauschen wollen. Schon wieder so ein TV-Mädchen. Was macht ihr mit uns? Sowas haben wir aber auch noch nicht gehört. TV-Mädchen. Ey, wirklich diese Begriffe, die da immer in den Raum werfen, einfach zu geil. Wie bei Are You The One, Dennis mit Sendezeitgeier. TV-Mädchen. Sendezeitgeier. Wirklich geil. Einfach richtig geil, diese Begriffe. Jetzt weiß ich Bescheid. Ich bin raus. An dieser Stelle möchte ich ein Novum einführen. Fanja und Franzi, tauscht doch mal Plätze. Oh. Oh, okay, geil, geil. Und jetzt haben wir natürlich eine extreme Aktion vorbereitet. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Momentchen. Jetzt bin ich aber auch mal gespannt, ne? Singt er? Singt er? Das wär's ja jetzt. Was denn jetzt? Nein, Quatsch nicht. Nebelmaschine. Noch 21 sind im Rennen und ich sag nur, ist er euer Mann? Lasst die Lampe an, drückt ihr aus. Ah, okay, er wird jetzt safe die Maske gleich abnehmen. Oh nee, zieht er sich jetzt aus? Oh mein Gott. Okay, ey, übertreibt. Alles klar. Alles klar, ey. Boah, okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also die Frage ist, erkennen die denn alle und denken sich, oh nee, der ist das und bastern alle oder gefällt ihnen nicht, was die sehen? Du
Ein Date und auch eine große Auswahl. Eine kleinere als damals. Da waren es ja 27, aus denen du wählen durftest. Es war ja auch bei Love Island. Ich verstehe noch nicht, Anna, warum er das Hemd so halb in der Hose hat. Nein, du verrätst nichts mehr, Anna. Aber gut. Stell du dich doch einfach selber vor. Aber mit einem Effekt. Mit einem Effekt? Ja. Ich mach den. Ich will versuchen, richtig fair. Stell dich mal in die Mitte. Okay, warte. Hast du? Ja, also. Okay. Also, mein Name ist Chris. Was geht? Was geht bei dir? Danke. Ja, okay. Lange nicht gesehen, ja? Super Vorstellung. Ja, was soll ich sagen? Chris? Ich gehe nochmal. Wer hat denn jetzt Rebecca? Okay, warum hast du jetzt ausgedrückt? Du warst doch auch neugierig. Chris, guck mal. Ja, gut aussehender Mann. Wir haben zu viel von diesen TV-Formaten gesprochen. Ich habe ihn verwechselt. Und das hat dich jetzt enttäuscht. Oh nein. Nee, ich dachte. Das ist halt genau das Ding, ne? Da haben die mit was angefangen, als die da meinten, ja, hier mit Formaten und so. Ich glaube, da. Also, ich bin mir sicher, nicht die meisten, aber viele haben ihn bestimmt verwechselt, so, hatten irgendjemand aus einem anderen Format eine ganz andere Person im Kopf und das ist er einfach gar nicht. Das wäre er. Aber ist er nicht? Nee. Aber wer hätte er denn sein sollen? Ein anderer. Nee, ist ja gut, dass er ist. Aber du ich hast dachte, ja, er wäre nicht er. Was dachte sie denn, wer es ist? Ich habe ihn verwechselt. Ach so. Mit wem? Jetzt muss ich schon wieder jemanden erfahren finden, wir mit wem du tauschen könntest oder was? Nee, das... Na, Sales, ich wünsche dir was. Du hast ja eigentlich ausgedrückt. Super. Also es erinnert mich irgendwie an Peter Pan. Ja. Ja, der hatte so eine Leggings an. Ja, genau. Der konnte fliegen, war ein netter Kerl, hatte ganz viel Fantasie. Aber der wollte ja nie erwachsen werden, ne? Ja, und ich will auch einfach nicht erwachsen werden. Dann passt das doch wieder. Ja, nee, es sollte ja irgendeiner mal Verantwortung übernehmen. Aber der hat ein Startup und ist in Düsseldorf. Ja, Startup, da weiß man ja noch nicht, ob es läuft. Richtig, wobei Startup heutzutage ja auch eine Instagram-Seite sein könnte, ne? Naja. So, eine, die ihn noch will, Vanessa. Ja, oh. Klar, so Love Island und so, ne? Aber ich bin ja. Ja, also so ein bisschen Fame und so, ja, sag ich nicht nein. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn es mit dem Love Island-Typen nicht funktioniert hat, dann könnte man es natürlich mit dem Temptation-Typen probieren. Nein, ey, ich weiß es nicht, ne? Ich denke nicht, dass es der Grund ist, aber ich glaube. Ich weiß, welches Bild einige Leute jetzt im Kopf haben. Auch kein unbeschriebenes Blatt, zwar nicht im Fernsehen, aber man hatte ja auch schon mal so Dinger. Knickknack, Technemechtel. Ja. Also war halt keine Kamera dabei. Richtig. Genau. Bei uns muss ja auch nicht danach die Kamera dann dabei sein. In der Limousine, das muss ich. Ja. Es ist einfach. Ich schwör's euch, das ist irgendwie einfach komisch, auch Vanessa da zu sehen. Ey, wirklich krass einfach, krass. Leider sagen, wer eine mit dabei. Na, kann ich auch mitleben. Da geht noch, ne? Das ist okay. Okay. Ja, die Kameras, die sind ja kein Hindernis, ne? Dann wissen wir ja. Die am Platz von Fania steht, weil wir getauscht haben, weil Fania, die am Platz von Franzi steht. Beide haben sich verdrückt. Lange Geschichte. Aber, Franzi, hast du dich ein bisschen gesammelt? Ja. Okay, erkläre. Was soll ich jetzt erklären? Beverly. Ist schon wieder passiert. Oh, was ist jetzt schon wieder passiert? Also ich habe dich schon gesehen und der ist ja auch hübsch und so, aber irgendwas sagt nein. Und ich habe so lange darüber nachgedacht, was in mir nein sagt, dass ich vergessen habe zu buzzern. Aber, ich meine, ich wäre die Frau für dich, ja, aber ich... Du nicht der Typ für mich. Ja. Sorry, aber ich sehe, wie Rebecca den anschmachtet und wir können ja noch mal switchen. Dann hat er ja trotzdem noch eine schöne Auswahl. Wer macht hier eigentlich die Regeln? Wow, super Idee. Die Regeln sind da, um sie zu brechen. Sorry, jetzt kommt Mutti wieder ins Spiel. Nein, wir haben den einen Tausch gemacht. Ja. Ich kann hier nicht anfangen, komplett Regeln zu brechen. Sorry. Tut mir leid. Okay, an Vanessa geht er auch vorbei. Vanessa okay. Und Beverly. Jetzt hast du eine Frage an die Mädels. Stell sie bitte an dieser Stelle. Ja, wenn die ganze Welt blind wäre, mit was würdest du die Menschen beeindrucken? Oh, gute Frage. Ich sag, wer als erstes antwortet und ich habe da so ein paar Antworten Beverly. Im Kopf. Mit einem funktionierenden Buzzer? Oh Mann. Ja, ist eine Antwort.
Vanessa, mit was würdest du die Welt beeindrucken, wenn die ganze Welt... Ey, da muss jetzt irgendwas Tiefgründiges kommen. Irgendwas richtig, richtig Krasses. Bitte, Vanessa, enttäusch uns hier nicht. Ich glaube, wenn die ganze Welt blind wäre, dann würde ich trotzdem durch meinen Charakter strahlen können und nicht nur durch mein Aussehen. Oh. Zwei unterschiedliche Antworten. Ihre Antwort war irgendwie Chris, schon besser. Die große Frage jetzt hier bei RTL. Für wen? Entscheidest du dich? Komm, wir drücken jetzt alle die Daumen hier für Vanessa, bitte, dass sie hier weiterkommt. Hiermit, hiermit. Boah, ich bin so von früher gewohnt, ja, sorry. Ja. Okay. Unser Team! Vanessa! Yes! Tja. Damit steht die Entscheidung fest. Halt, guck mal, Vanessa, Chris, Vanessa. Hi. Ihr wirkt gerade sehr verlegen. Auch du, Chris. Ja, bin ich auch etwas, muss ich ehrlich sagen. Warum? Ihr dürft euch auch anfassen, ihr könnt ein Händchen halten. Das ist erlaubt. Oh, das ist wirklich, jetzt ist wirklich ein bisschen süß. Warum bist du denn gerade so schüchtern? Weil neben dir eine bildhübsche Frau steht und du sie mit zum Daten nehmen kannst? Ja, einmal das und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe gehofft bis zur letzten Sekunde, dass sie drin bleibt. Oh, okay, krass. Krass. Ich habe gerade diese Augen... Damit hat das sie. Ey, ich glaube, die beiden, die könnten auch super Gedichte schreiben. Geguckt, da war was drin. So viel sage ich an dieser Stelle. Und Vanessa, du? Das habe ich ein bisschen geahnt. Das klingt eklig, aber ich glaube, Augen lügen nicht. Okay, du hast es durch die Maske auch schon in den Augen gesehen. Ich habe gerade ganz andere Augen im Kopf von einer ganz anderen Person. Das sieht auch so erstmal sehr oberflächlich betrachtet, ich weiß, sehr, sehr schön aus. Aber ich glaube, da ist noch viel mehr. Habt viel Spaß auf eurem Date. Danke. Chris, danke. Und Vanessa. Und damit sind wir wieder am Ende angekommen, Freunde. Das war's mit der heutigen Folge von Take Me Out. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Und ihr könnt auch gerne mal reinschreiben, habt ihr Bock auf mehr Take Me Out Videos oder ist eher nicht so interessant? Ich denke mal, ich werde auf jeden Fall noch viele machen. Also in Zukunft generell, ja. Ich muss halt sagen, im Moment laufen halt wirklich viele von Formate, also aktuelle Formate und Special-Folgen, die gucken wir uns natürlich sowieso an und wie gesagt, ich bin mir sicher, da wird es noch mehr Videos geben. Das war's mit dem Video, ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da, Freunde. Wir sehen uns heute eventuell nochmal, keine Ahnung, ich denke schon und auch morgen, doch klar, wir sehen uns heute Abend mit Ayo The One. Ganz wichtig, unbedingt einschalten, auch richtig geil und ansonsten sehen wir uns auch morgen wieder mit dem nächsten Video. Folgt mir bei Instagram, bis dahin und ciao.